Wir steigen ein in Achtelfinale Nummer 4. Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen. Und es gibt auch hier wieder einen Favoriten. Der kommt aus dem Ruhrgebiet, das ist Borussia Dortmund, die insgesamt eine starke Vorrunde gespielt haben. Aber in Führung geht der SV Werder Bremen. Karam Canero Alves. Es bleibt dabei, eine gute Vorrunde ist wenig wert. Also kurz zur Vorrunde des BVB. 7:2 gegen Köln. Gegen Mainz setzt es dann eine 1:2 Niederlage. Gegen Hannover 96, die eben ins Viertelfinale eingezogen sind, ging das Ganze nochmal 7:3 aus. Also 15 Tore in 3 Spielen. 5 im Schnitt. Für die ganz fleißigen Kopfrechner. Besonders überzeugend beim BVB-Kapitän Tobias Raschel. Er der Antreiber im Spiel der Dortmunder. Werder Bremen gewann gegen die Mühlis mit 4:2. Danach setzt es 2 Niederlagen. 1:3 gegen Hertha und 1:2 gegen Bayern. Weil das Spiel heute Morgen sicherlich ein ordentlicher Auftritt war. Nächster Schussversuch jetzt von Dortmunds Torwart Jonas Wenzel. Der auch schon heute Morgen beim Erfolg gegen Hannover 96 im Kasten stand. Schiedsrichter André Pulter von den freien Toren an ausdutzen. Da ist Raschel. Attackiert aber von Till Müller. Nächste Großchance wieder für Carrero Alves. Diesmal aber Jonas Wenzel zur Stelle. Da ist Tobias Raschel. Schöner Trick. Den Ball rechts rausgelegt. Wieder in die Mitte. Und der Ball ist im Tor. Ein Eigentor von Kapitän Julian Wickauer. Aber das war fantastisch eingeleitet von Tobias Raschel. Einfacher Sohlentrick. In seinem Solo, von seinen Bewegungsabläufen, bisschen was von Marco Reus, ohne jetzt hier gleich den Himmel loben zu wollen, aber die technischen Voraussetzungen, die Körperhaltung hat aber eine gewisse Ähnlichkeit. Die Dortmunder Starspieler, aber jetzt die Bremer mit der großen Chance. Da kommt die Attacke von Torge Witteborg. Schiedsrichter Pulter gibt Freistoß. Diese Attacke Anfred Mensah-Gashi. Mit dem 5 Meter Abstand jetzt natürlich eine große Möglichkeit für die Bremer hier erneut in Führung zu gehen. Und sie tun's! Tor für den SV Werder! 2:1. David Philipp mit dem Treffer. Das ist dank der neuen 5 Meter Abstandsregel fast schon 9 Meter, diese Freistöße. Ist schon sehr groß, der Abstand. Aber auch das werden sich sicherlich wieder einige clevere Herrschaften aus ihrem bequemen Sessel ausgedacht haben. Die große Regeldiskussion ja hier beim Föbel Cup. Der Wunsch des Verbandes ist die Anführung von Futsal. Das würde bedeuten, sprungreduzierter Ball, keine Rundumbande. Und es würde vor allen Dingen bedeuten, fast keine Teams mehr im Pre-Break Cup, weil das Gros der Teams gesagt hat, nee, das würden wir nicht mitmachen, dann kommen wir nicht. Deswegen sind die Verantwortlichen froh, dass es hier zwar mit Futsal-Regeln über die Bühne geht, aber ohne Futsal und mit Rundumbande. Die Bremer jetzt, Überzahl, David Philipp, ausgelegt auf Kashi, tolle Parade von Jonas Wenzel, der seine Dortmunder hier im Spiel hält.
Trainer des BVB fordert da besseres Umschaltverhalten seiner Mannschaft ein. Das noch die Stärke in der Vorrunde. BVB hat ein tolles Gegenpressing. Hier etwas langsam. Im Umschaltverhalten, der Ball abgefälscht. Ich glaube, Fritz Menzakashi war dran. 3-1 Werder. Es wird die nächste Überraschung hier im Turnierverlauf. Ballgewinn BVB, wieder rasteller Kapitän. Ball gespielt, schlechte Ballverarbeitung dann. Özkan Tiroglu, der auch schon eine Menge Tore gemacht hat hier im Turnierverlauf. Nächste Chance für David Philipp. Der BVB unrund. Schlampig in seinem Spiel. Philipp, klasse Tor! Aus der Drehung! Wunderbarer Treffer. 4-1 Werder Bremen. Ball geklärt von Dilon Akinas. Ein Achtelfinal aus wäre natürlich eine große Enttäuschung für den BVB nach 2 Halbfinalteilnahmen in Folge. Vier Sekunden abgelaufen und deswegen wieder Freistoß für Werder Bremen. Diesmal geblockt, der Freistoß. Nächste Chance und das war knapp, da stand Raschfeld schon einschussbereit. Freistoß Bremen. Der nächste Block der Dortmunder auf der Platte. Unter anderem mit Jonas Schneck, der hier am Ball ist und fast trifft. Wie gesagt, ist ungeklärt, ob es vielleicht der Junior vom ehemaligen Pressesprecher Josef Schneck ist. Das aber nur wirklich rein ins Blaue vermutet. Der Mann, der ja, sozusagen der Sidekick von Jürgen Klopp bei den Pressekonferenzen der Dortmunder über viele Jahre war. Wieder Abschluss. Gerade so die Parade. Hier Vollspiel an der Bande. Die Dortmunder machen das Spiel schnell. Klasse Mitnahme jetzt, Abschluss abgefälscht, Eckball für Borussia Dortmund, 6,5 Minuten wollen in der Partie weiter, 4-1 für den SV Werder Bremen. Wieder geblockt, einschießen heißt es für Schwarz-Gelb. Jetzt hier ein Tor, aber jetzt das Tor für den BVB, Mohamed El Bouwavi trifft für den BVB. Timo Ahrens erst mit der Klasseparade. Uhr ist wieder angehalten. 6 Minuten 20 und 2 Tore
Das ist der Auftrag für den BVB. Das ist mehr als machbar. Aber Bremen stellt den alten Abstand wieder her. Wieder durch Fred Menzakashi, der hier richtig auftritt im Achtelfinale. Tja, wenn das so weitergeht, dann können sich ja Bayern, Dortmund und Hertha gleich in der Rundfinale in Espelkamp treffen und dann noch ein eigenes Turnier spielen. Bei der Besetzung wäre das Ding wahrscheinlich auch in einer halben Stunde ausverkauft. Tobias Raschel. Schussversuch wieder geblockt. Jetzt ist Umschaltverhalten. Der Bremer, David Philipp wieder. Starken Eindruck. 5 Tore hat er erzielt in der Regionalliga. In 13 Partien. Zweitbester Torschütze der Norddeutschen. Jetzt 2 gegen 2. Auch das hätte man ausspielen können. Überhasteter Abschluss. Wieder weiter Ball gegen Kashi. Kaum zu verteidigen. Gute Ballbehauptung. Ja, der Top-Torschütze der Bremer mit 8 Treffern. Nochmal Ballbesitz BVB. Der Raschel versucht ja das Spiel über die Bande, aber wir mal Kutsu aufmerksam. Kutsu jetzt gegen Raschel. Kutsu löst das da ganz hervorragend. Wieder Raschel, Drehung, Abschluss, knapp daneben. Abgelegt, abgefälscht. Eckball. Für den BVB. André Pulter fordert da den Abstand nochmal ein. Henry Rohig da mit dem starken Ballgewinn für die Bremer. Vielleicht jetzt nochmal die Chance für den BVB. Aber da wird Schneck abgedrängt. Oh, da war deutlich mehr drin. Der BVB. 15 Treffer in der Vorrunde und jetzt nicht mehr zielstrebig genug. Schwache Abschlussquote. Bei den Dortmundern. Zwei Minuten sind es noch auf der Uhr. Und so langsam kann man sagen, dass die Partie entschieden ist.
Also Werder Bremen zieht ins Viertelfinale ein. Das ist eine kleine Überraschung. Dortmund ja noch letzte Woche beim Norwood Cup, beim Turnier in Dettelbach in Bayern, auch hochkarätig besetzt, gewonnen. Setzt sich im Finale gegen den VfB Stuttgart durch. Aber du musst hier eben in jeder Partie voll da sein. Und die Dortmunder waren es hier im Achtelfinale nicht. Von daher zieht der SV Werder auf jeden Fall hochverdient in die nächste Runde ein. Ins Viertelfinale. Nochmal Raschel. Hätte hier fast nochmal den Abschluss gesucht. Jetzt aber Jonas Schneck, aber er hat einfach kein Glück. Und jetzt geht die Bremer frei aufs Tor zu. Mit 3 gegen 1. Wenn sie es schaffen im Abschluss, aber wieder. Tolle Parade von Jonas Wenzel, der hier ein tolles Spiel zeigt. Schneck nochmal, kriegt den Ball nicht verarbeitet. Er alleine hätte schon zumindest für 5-5 sorgen können. Mit 3 großen Chancen. Noch 30 Sekunden auf der Uhr. Abschluss abgefälscht und wieder die Fußabwehr von Timo Ahrens. Es soll nicht sein für den BVB. Nächste Achtelfinale jetzt hier bei uns. Wolfsburg gegen den VfL Osnabrück. Glückwunsch an die Weser zum Einzug ins Viertelfinale. Bis gleich. Dankeschön, euer